Was geht ab, Freunde? Weiter geht es mit God of War Ragnarök. Viel Spaß mit der neuen Folge. Schauen wir doch mal, wer hier hinter der Tür wartet. Darf ich reinkommen? Ich habe gehört, was Heimdall gesagt hat. Ich würde es gern von dir hören. Was war los? Es war nicht da. Ich lag falsch. Tja, wir alle machen Fehler, Junge. Doch Garm befreien, das war ein großer. Chaos breitet sich bereits in den anderen Welten aus. Wir sind sicher, hier in Asgard. Doch überall sonst? Ich glaube, ich will jetzt nach Hause. Na schön. Wenn du das willst. Ich habe dir schon gesagt, du bist kein Gefangener hier. Du entscheidest. Geh, denke nach. Sicher kommst du wieder. Doch bevor du gehst, brauche ich die Maske zurück. Nicht, dass ich dir nicht trauen würde. Du verstehst. Es ist eine Gesellschaft. Oh, und Ingrid? Bitte, ich muss gehen. Und Loki? Wenn du dich bereit fühlst, unsere Arbeit hier wieder fortzuführen, dann wird dich Hugin in deinem alten Haus erwarten. Du lagst falsch, aber dennoch bist du hier weiterhin willkommen. Oh, und sag Hallo zu Mimir von mir. Garm, ich weiß, dass ich bei dieser Kreatur einen großen Fehler gemacht habe, aber zu meiner Verteidigung muss ich sagen, dass ich einfach nur einen angeketteten Wolf in einem schlechten Zustand sah. Ich dachte, dass er glücklicher oder vielleicht sogar ein Freund werden könnte, wenn ich ihn befreite. Wie hätte ich auch nur ahnen können, dass er Welten aufreißen und absolutes Chaos anrichten würde? Ich weiß, dass er sehr verletzt worden sein muss und Tiere sind gefährlich, wenn sie leiden, aber ich wünschte, er hätte sich von mir helfen lassen. Jetzt weiß ich nicht, was mit ihm geschehen wird oder mit uns allen. Also, ohne Witz. Ich mag Atreus sehr gerne, aber er handelt nur dumm. Nur noch dumm. Jetzt sagt er, ich hätte gerne ihn als Freund. Du hast gar nicht mit ihm geredet, du hast einfach nur gehört. Zumindest haben wir das ja mitbekommen. Ja, keine Ahnung, was da im Hintergrund passiert, was uns nicht erzählt wird vom Spiel selbst. Dass er einfach nur gerne frei werden würde, hat er ja gesagt. Er wäre einfach nur gerne frei. Red doch mit ihm. Schätz ihn doch erstmal ein, bevor du das sofort machst. Also ja, natürlich scheiße, dass er da angekettet ist und dass er da verletzt ist anscheinend oder so. Oder dass es ihm schlecht geht und dass du ihn dann dadurch direkt befreien möchtest. Du weißt gar nicht, was es ist. Und jetzt, ja, man hätte es ja nicht wissen können. Doch, hätte man vorher klären können. Und, was ich schon beim letzten Mal gesagt habe, jetzt, wo er einen Fehler gemacht hat, wo es nicht mehr so cool läuft in Asgard, jetzt kommt er wieder zurück zu seiner richtigen Familie. Also, am Ende ist er wirklich einfach nur ein kleines, dummes, naives Kind. Muss man leider sagen, ne? Aber irgendwie macht es das auch so interessant deswegen. Ja. So froh sein würde, zurück zu sein. Ja, jetzt auf einmal. Wie gesagt, jetzt, wenn es schlecht läuft, plötzlich zurückkommen. Musst du vielleicht eine Weile warten. Naja. Naja. Ganz froh sein, dass es dein Vater ist. Da ist es natürlich was anderes, wa? Aber normalerweise wird man sich denken, ach so, jetzt läuft's schlecht, jetzt kommst du wieder zurück zu uns. Verpiss dich, würde man normalerweise sagen, ganz ehrlich. Zu solchen Leuten. Zumindest ist das meine Einstellung, ja. Aber wenn es natürlich das eigene Kind ist und so, dann ist es was anderes. Vor allem, wenn es so dumm und naiv ist, Atreus. So dumm und naiv. Ich dachte, die Scheiße hätten wir schon durchgehabt im letzten Teil. Deine Abgehobenheit, dass du immer denkst, du wüsstest es besser. Aber es ist ja jetzt immer wirklich so, ja? Wirklich. Jetzt läuft's schlecht und jetzt will er wieder zurück. Naja. Warte mal, wir besuchen mal deine Wölfe. Wie konnte ich es so vermasseln? Ach, diesmal kannst du interagieren. Ah, okay. Hey, Speki. Ich hab dich vermisst. Verzeih, dass ich so lange weg war. Süß.
Oh, guck mal, irgendwie sie schon wartet auf uns. Streichel mich auch, bitte, streichel mich. Ja, super. Ist ein braves Mädchen, nicht wahr, Svatner? Ja. Tja. Ach Mann, ey, das ist, wie gesagt, das macht es irgendwie interessant. Man regt sich, also ich reg mich wirklich schon sehr über Atreus auf, muss ich ehrlich sagen. Wenn man so denkt, ey Junge, komm doch mal klar, komm doch mal klar. Das ist halt immer so mein Gedanke, komm doch klar, Junge, komm doch klar. Als wenn Mimir und Kratos ihm was Böses wollen, weißt du? Also dann, ich werde ihm gegenübertreten. Diesmal laufe ich nicht weg. Ja, und du entschuldigst dich mal bei Sindri, ne? Gut, fast zu Hause. Es ist gut. Alles wird gut. Und vor allem, mein Gedanke ist halt auch immer noch, als wenn er erstens nicht beobachtet wird, weißt du? Dass er nicht beobachtet wird irgendwie. Dass sie irgendwie wissen, wohin zieht er sich zurück, ja? Die wohnen ja gar nicht mehr im alten Haus. Wo sind die, ja? Weil Sindri ja uns gesagt hat, das Haus, sein Haus ist ja sicher vor den Augen von ihm. Und man weiß es ja nicht so. Vielleicht wurde er irgendwie, hat er vielleicht so ein Reisemal oder irgendwie so ein Überwachungsmal bekommen, weißt du, wo da irgendwie so verhext, so wie Freya das bei uns immer gemacht hat, dass wir in die Welten kommen, wenn ihr wisst, was ich meine. Man weiß es ja nicht. Ist alles sehr unvorsichtig. Nein, nein, nein. Ja, scheiße, Alter. Du bist es, warte. Du bist es. Schütz dich selbst. Leider. Schau, kommst wie gerufen. Töte mal was, ja? Los, Vater! Der versucht, dich zu finden. Kann das warten? Wir werden hier angegriffen. Atreus, Atreus. Ich muss den Weltenriss schließen. Atreus, halt sie mir vom Leib. Okay, ich versuche mein Bestes. Oder Atreus, wir versuchen unser Bestes, dass wir die Scheiße, die du angerichtet hast, endlich wieder gut machen, ey. Mein Gott, Atreus, komm mal klar, ey. Boah, Alter, das regt mich so auf, ne? Los, Wölfe! Eure zweite Chance, zeigt, was ihr könnt. Ah, ist okay, kann man mitarbeiten. Wo ist Tyr eigentlich? Sag mir nicht, dass er immer noch nicht kämpft. Genau sieht's aus. Reiser, Riva. Heißer Reis. Atreus, komm, hilf mir mit dem Zauber. Ich leite dich an. Scheiße, ich habe mich gerade verwandelt. Ich muss kurz hier einmal ein zerfleischen. Hallo? Sag mir wann. Leisa Riva. Leisa Riva. Leisa Riva. Atreus! Vater! Hoch mit dir! Hilf Freya, ich werde sie ablenken. Yes! Junge! Kratos ist einfach der coolste Mann. Kommt her, ihr kleinen Schweinegesichter. Danke! Komm doch hinter raus, ne? Komm da hinten raus, Mensch. Was wollte ich sagen? Angehört, als hätte ich zu viel getrunken, Alter. Mein Gott, ihr Sackgesichter, ey. Ihr hässlichen, ey. Alles klar. Alles in Zeitlupe, ey. Guck dir das an, wie tapfer die Zwerge kämpfen, ey. Verzieh dich, was geht ab, ey? Oh, oh nein. Ist es vorbei? Trotz deiner Untätigkeit. Wo ist Atreus? Atreus? Hat der Ausreißer all das hier mitgebracht?
jetzt halt still. Ich sag doch, das ist nichts. Oh, du blutest. Heul nicht so rum. Was ist passiert? Ich bin schuld. Die Hehlläufer sind überall. Überall. Das ist nicht deine Schuld. Doch ist es. Da war ein Wolf in Hehl. Er war in Ketten und ich hab ihn befreit. Ich dachte, wenn... Garm! Ach, verdammt, Junge! Garm ist frei! Garm? Garm wurde befreit? Das ist Wahnsinn, aber doch nicht von dir, Kleiner. Wenn der Hund von Hehl frei ist, zerstört er das Gefüge der Welten. Hehlläufer sind erst der Anfang. Wie konntest du nur? Ja, das einen Fehler zu nennen, wäre noch untertrieben. Was trieb dich zu so einer Tat? Ist das Lokis Werk? Genug. Lasst ihn. Atreus hat einen Fehler gemacht. Wir werden ihn gemeinsam beheben. Toll. Wenn es euch nichts ausmacht, bleibe ich hier. Ich hab die Nase voll von Helheim. Tja, wie ich gesagt habe, am Ende ist halt das einfach nur das Kind. Ich kenne keinen Weg zurück nach Helheim. Frag mal das Eichhörnchen. Ich muss sofort mit euch sprechen. Am Ende ist es halt das Kind. Da musst du halt einfach manchmal drüber hinwegsehen, dass es einfach nur dumm ist. Einfach nur dumm ist. Frostflamme, sammeln sie 6 und nehmen schon. Wie viel haben wir denn davon jetzt schon? Essenz von Hehl. Okay. Wo ist er denn jetzt? Hä? War der nicht gerade hier? Wir müssen wirklich reden. Sofort. Herrschaften, entschuldigt meinen schroffen Ton. Aber was zurzeit in Helheim passiert, ist vollkommen inakzeptabel. Ich muss darauf bestehen, dass ihr sofort etwas dagegen unternehmt. Ich verstehe. Ich bitte dich, kehre sofort nach Helheim zurück und mach das, was du getan hast, rückgängig. Hast du gehört, Kleiner? Ja, machen wir, aber ich will ganz kurz mal schauen, können wir hier rein? Außerdem, tu es nie wieder. Oh ja. Dann bitte so wenig zusätzliche Verspätung wie möglich. Sindri, alles gut? Was ist mit deinem Kopf? Machst du Witze? Du warst das. Was, ich? Ja, mit deinen Bärenkrallen. Das wusste ich nicht. Hey, fang nicht schon wieder an. Seht ihr nicht, dass mein Schädel brummt? Na, entschuldigst du dich jetzt auch? Und nicht nur, ich wusste es nicht? Ist dein Ernst jetzt, oder was? Tja, dieser Plan, etwas Schlimmes zu verhindern, hat ja einwandfrei funktioniert. Das reicht. Tja, Atreus, der Vater ist doch nicht so schlimm, ne, wie du denkst. Mann, wirklich, Junge. Alter, Schwede, wirklich. Sturmflamme immer noch nicht. Abwehr-Runenkraft. Guck mal hier, Alter, das ist ja viel krasser, Mann. Ach, Freunde, was sagt ihr dazu? Was sagt ihr dazu? Was sagt ihr gerade dazu, was hier abgeht?
Atreus, hm? Willst dich nicht mal entschuldigen, oder was? Versteinerte Knochen. Flüstertafel werden jetzt hier erst gebraucht, oder was? Und davon haben wir 268. Ach gut, wenn du hier schon 10 Stück brauchst. Wo sind die ganzen Sachen? Wir sind Level 5 mit der Waffe und es geht bis Level 9. Ey, wann kriege ich die Scheiße? Echter Schild. Furchtloser Schild. Schmetterschild. Soll ich die verbessern? Glänzende Legierung? Habe ich aber nur 4 Stück. Nee, lass mal. So, hier brauchen wir göttliche Asche. Ja, ist natürlich scheiße. Da muss ich halt eigentlich in... wie heißt es nochmal? In die Feuerwelt halt gehen eigentlich. Ach, Scheißdreck. Asgard-Barren. Ja, komm. Ich gönn mir das einfach mal. Diesmal lässt du keine Spritzer draufkommen, oder? Gereinigter Kristall. Okay. Hüfte. Machen wir auch mal. Passt gut. Gehärtete Überreste Asgard-Barren. Okay, gut. Amulett haben wir leider nichts. Spezialgegenstand, Zauber. Vitalität. Stärke vielleicht. Ich gönn's mir mal, ist ja sowieso nur Hack selber. So, okay. Sparta Rage. Was ist das denn hier? Wut? Zorn? Okay. So, warte, ich bin gleich fertig. Amulett nochmal kurz abchecken. Runenkraft, Abklingzeit will ich aber eigentlich gar nicht haben. Ja. Ich brauche ein bisschen mehr Stärke. Ich brauche noch mehr Stärke. Wo ist denn das jetzt hier? Das nehmen wir. Okay, können wir noch hier irgendwie was abchecken? Oh, lass dich nur nicht hetzen. Es steht ja bloß das Gefüge der Wirklichkeit auf dem Spiel. Ja. Aber hier sind optionale Gespräche. Ich verstärke unsere magische Verteidigung, falls sie wiederkommen. Aber du solltest dich beeilen. Okay, alles klar. Ich will immer noch so ein Regal, ey, mit den Büchern. Mal schauen, wie es hier weitergeht. Also, ich bin wirklich so enttäuscht von Atreus, dass er sich nicht mehr entschuldigt. Heftig. Bei keinem bisher. Aber nur weil es ein Kind ist, wird es erstmal so durchgewunken. Nein. Ich bin erleichtert, dass du sicher bist. Na gut. Wow. Vielleicht sollte ich öfter weglaufen. Oh mein Gott, Junge. Nur Spaß. Tut mir leid. Wo hast du denn den neuen Speer her? Brock hat ihn gemacht. Aus Frödnir. Was ist das? Rain. Mit dem Aufsicht. Ich weiß es nicht. Du warst nicht da, um zu fragen. Oh, Leute, ey. Oh. Atreus. Er hat bestimmt nur Angst. Er hat wirklich lange in Ketten. Die tun ihm nicht weh, ja? Eine verzweifelte Kreatur kann die gefährlichste sein. So sieht's aus. Ey, der ist so frech, oder? Jetzt mal ernst, bin ich der Einzige, den es aufregt gerade? Da denkt man sich immer, es könnte so einfach sein, ne? Aber mit Kindern in der Pubertät anscheinend nicht. Okay. Gut, aber freut mich, dass wir hier jetzt in Hel nochmal unterwegs sind. Warte, Odin, dass du die Kreatur befreist. Was? Nein. Warum? Arbeitest du nicht für ihn?
Es ist nicht, wie du denkst. Was er auch verspricht, man kann ihm nicht trauen. Tu ich nicht. Aber er hat etwas, das ich brauche. Es ist schwer zu erklären. Na, dann versuch's doch mal. Du wirst weggesprengt, Junge. Bam, bam. Na, schub's los, Loser. Atreus! Hinter dir! Ich drück die ganze Zeit Quadrat. Ich drück die ganze Zeit Viereck. Hallo, greifst du mal an? Ist der verbuggt, Alter? Der ist schon wieder verbuggt. Was ist hier los, Mann? Warum ist es so verbuggt? Bei mir immer. Sieht kalt aus. Ja, es sieht kalt aus. Jetzt wird er attackiert. Er macht nichts. Es ist wirklich verbuggt. Junge. Das kannst du dir nicht ausdenken. In jedem verschissenen Spiel entdecke ich ständig Bugs. Warum immer bei mir, Mann? Was soll das? Guckt euch das an. Er steht einfach nur rum. Ich könnte mich so aufregen. Alter. Er steht einfach nur rum. Er ist komplett verbuggt. Oh mein Gott. Ich kann ihn nicht mal einsetzen. Es geht nicht. Warum immer bei mir, Mann? Achtung, hinter dir! Du hältst jetzt die Klappe endlich. Warum immer bei mir, Freunde? Jetzt mal ernsthaft, sag mal. Warum immer bei mir? Bei mir, bei mir. Jetzt bewegt er sich. Du kleiner Schauspieler. Ey. Wir müssen da hoch. Aber das Eis ist im Weg. Ich erledige das. Wahrscheinlich muss ich alle gleichzeitig wegspringen, ne? Warum immer bei mir? Jetzt mal ernsthaft. Ohne Witz. Das kann es doch nicht sein jetzt, oder? Und dann schmerzen halt immer die Kommentare. Ja, bei mir war das nicht so. Bei mir war das nicht so. Ja, aber bei mir immer. Weiter. Oh Mann, ey. Das ist so traurig, ey. Hallo? Achso, da ist ein Gegner. Atreus? Atreus? Er ist komplett verbuggt, ohne Scheiß. Also es kann ja sein, dass man ihn vielleicht... Kann es sein, dass man ihn jetzt noch nicht einsetzt? Nein, das kann nicht sein. Dann wird er sich aber nicht so bewegen. Er ist komplett verbuggt, der Junge. Komplett verbuggt. Das hat Odin angerichtet. Ich muss ihn töten dafür. Ist sowieso klar, dass Odin stirbt. Warum in Marie? Oh, der war nice. Guckt euch das an, der ist komplett verbaut. Jetzt kannst du dich wieder bewegen. Ja, ja, komm, leck mich doch, ey. Leck mich, Spiel. Wirklich, ohne Scheiß. So, jetzt aber. Der Wind deiner Flügel. Gebet an... Ich lese es gar nicht vor. Der Wind deiner Flügel verängstigt mich und füllt meine Segel. Die Worte scheinen den Adler dieser Welt in einem Moment zu verachten und am nächsten zu preisen. Gut, ja, Freunde, keine Ahnung. Ich werde jetzt hier sowieso aufhören. Ich spiele vielleicht mal Neustart nochmal. Ja, keine Ahnung. Ich habe davon nichts mitbekommen in der Presse. Keine Ahnung, ob die wirklich nicht betroffen waren. Ob ich wieder nur der Pechvogel bin. Oder ob das irgendwie totgeschwiegen wurde. Keine Ahnung. Aber dass das Spiel jetzt öfters schon nicht rundgelaufen ist, das haben wir alle in meinen Videos gesehen. Keine Ahnung. Wie gesagt, wahrscheinlich wird es wieder nur bei mir sein. Naja. Wir hören uns beim nächsten Mal, Freunde. Gerne liken, kommentieren und gerne mal eure Meinung zu Atreus in die Kommentare. Es ist halt am Ende wirklich zu erklären, damit er ist ein kleines Kind, das dumm und naiv ist. Ja, damit kannst du aber alles erklären. Ach, schade, ey. Atreus, komm bitte wieder klar. Komm doch wieder zu Verstand, ey. Wirklich. Naja, wir werden sehen, was passiert. Danke fürs Zusehen, haut rein und tschüss.